Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neuer Tag, neues Glück. Oder war das mit den Frauen? Egal. Gestern haben wir ja das neue Futter eingerührt. Über Nacht konnte das schön quellen. Und ja, jetzt ist es an der Zeit zur Hundefütterung. Die ahnen noch gar nichts von ihrem Glück. Die sind noch alle schön am Schlummern. So soll es auch sein. Es ist ehrlich gesagt auch sehr, sehr warm. Aber genug gefaselt, jetzt holen wir das Futter, dann wird ein bisschen temperamentvoller hier abgehen. Ja, und dann schauen wir mal, ob es denen schmeckt. Also bis gleich. Wir sind jetzt hier im Gehege. Wir haben jetzt zweierlei angerührt. Einmal in der großen Wanne für die jüngeren Hunde und für unseren alten. Für unsere älteren haben wir da eine extra Pampe zusammengerührt. Ich weiß nicht, ob das so jugendfrei ist. Es ist halt das Fleisch und dieses Good-Stuff-Futter. Wie schon gesagt, dieses Good Stuff, das könnt ihr auch allein füttern, als Alleinfutter, das müsst ihr nicht mixen. Wir machen es aber ganz einfach, weil wir es können, beziehungsweise, dass einfach noch dieses Fleischige drin ist. Da legen wir Wert drauf, das ist eine, ich sage es mal, eine Macke von uns. Aber wie schon gesagt, das könnt ihr auch als Trockenfutter allein füttern. Das werden wir auch mal, wenn wir dann die komplette Umstellung gemacht haben, weil momentan haben wir noch halbe halbe mit dem alten Futter, mit dem Good Stuff Futter. Wenn die sich dann, wenn wir komplett umgestellt haben, werden wir dann auch mal komplett nur Trockenfutter füttern für eine Woche. Und dann schauen wir ganz einfach mal, was passiert. Aber jetzt füttern. Prisco. Und fress. Fress. Super. Mike. Im Winter reicht das natürlich bei weitem nicht. Fress. Aber jetzt im Sommer, wo sie weniger Bewegung haben, weniger Energiehaushalt aufrechterhalten müssen aufgrund der Kälte, reicht das locker zu. Man riecht richtig den Fisch raus, haben wir ja gestern gesagt. Wir haben uns fürs Lachsfutter entschieden für die erste Mahlzeit. Arco. Press, ist okay, super. Was man auch gut sieht, ist, dass die Trockenfutter-Kroketten trotz Einweichen nicht zerfallen sind. Also die haben trotzdem ihre Form behalten. Ist keine Pampe geworden. Leila? Ist okay. Und die Hunde essen es gern. Hup! Da kommt jetzt auch unser Älterer her. Dadurch, dass er nichts mehr hört, müssen wir ihn immer ein bisschen winken. Und dann kommt er mal angetrottelt, guckt, was wollen wir eigentlich von ihm. Wollen wir ein Stück spazieren gehen? Wollen wir, dass ihm Essen kommt? Und da ist er. Ja, ein bisschen verpeilt schon, unser Kerle. Neues Futter, Connor. Leider weg, bitte weg. Jenna? Hier? Whisky? Okay, fest. Rewe. Okay, fress. Fazit für die erste Fütterung war echt ein Erfolg. Den Hunden hat es super geschmeckt. Liegt aber auch daran, dass sie Fisch mögen und das ist sehr fischintensiv, dieses Futter. Steht da Lachs drauf. Aber wenn wir da eine Thunfischdose reinschmeißen, natürlich den Inhalt, nicht die Dose, auch nicht komplett, dann sind die völlig heiß, die Jungs. Unser Plan jetzt für die nächsten Tage ist ganz einfach, momentan haben wir das vorgehende Futter mit dem Good Stuff Futter 1:1 gemischt.
einfach zur Umgewöhnung. Der nächste Schritt wird dann sein, ein Viertel Anteil von dem vorhergehenden Futter, drei Viertel Anteil Segutta-Futter. Im Laufe der Zeit, beziehungsweise in den nächsten Tagen, wird der Sack dann auch leer sein. Dann werden wir auch umswitchen auf Hühnchen. Mal schauen, wie sie da so drauf sind. Aber ich denke mal, das ist genau das Gleiche. Und ich denke mal, die Abwechslung macht es für die Hunde, dass sie immer mal wieder was Neues haben. Ähnlich wie in der Natur draußen. Und das ist schon eine super Sache. Dann schauen wir einfach auch, wie die Hunde generell so drauf sind. Das heißt, ob sie sich vom Wesen verändern, ob sie hippeliger werden oder down. Ende der Woche, wir haben jetzt Mittwoch, Ende der Woche wird es dann auch kühl. Also werden die Hunde wieder mehr laufen wollen. Die werden auch viel mehr Kilometer laufen müssen. Deswegen müssen wir das Futter wieder ein bisschen anheben. Von der Konzentration ja ein Auf und Hin und Her. Aber das macht es sehr spannend. Und dann schauen wir mal, wie die Hunde leistungstechnisch so drauf sind. Und im Endeffekt, das werden wir spätestens dann morgen auch sehen, beziehungsweise dann auch übermorgen, was kommt da hinten raus? Wie sieht es da aus? Wie vertragen das die Hunde im Abgang, beziehungsweise wird es sogar mehr davon? Und das sind so Kriterien, an denen man praktisch auch sieht, wie gut das Futter wirklich ist. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß bei euren Sachen und wir bleiben dran. Und wenn sich was ergibt, machen wir ein neues Video und da seid ihr immer up to date. Denkt dran, das Teil zu abonnieren, weil so verpasst ihr auch nichts. Ja, bei dem, na, belassen wir es jetzt ganz einfach mal. Macht's gut, bis später. Ciao. Und Fazit? Juckt. Diejenigen, die sich mal schlau machen möchten über das Futter, geht einfach auf die Geht einfach auf die Page von The Good Stuff. Tu mich mal so einblenden, dass hier. Warte mal. Nee, rechts. Doch, das rechts von mir. Nee, warte mal. Ich dachte links oben. Ja, links. Ah, okay, stimmt. Ich muss umdenken.